Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Und wenn du wissen willst, warum ich dieses schwarze Ding hier anhabe, bleib dran. Ja, den Grund, warum ich dieses schwarze Ding hier anhabe, hast du bestimmt schon rausgefunden. Ich werde mal wieder eine Packraft-Tour unternehmen, denn ich habe so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich gerne ausprobieren möchte. Und heute ist so ein perfekter Tag. Da habe ich nach dem Arbeiten einfach mein Zeug gepackt und bin jetzt mal los. Ja, und jetzt würde ich sagen, bauen wir mal das Ding auf. So, und jetzt noch schnell die Sitzpolster. Fertig. So, Spritzdecke zu. Seite zu. Paddel schnappen. Einmal richtig rum. Und los geht's. So, der erste Teil führt noch an einer kleinen Ortschaft vorbei. Das heißt, es können auch die ein oder anderen Autos zu hören sein. Rasenmäher höre ich. Aber das wird sich relativ schnell erledigt haben. Noch ein altes Mühlrad. Das nimmt schon gleich zu Beginn relativ gut Fahrt auf.
Ja, da vorne kommt noch eine Brücke, nach der habe ich dann die Ortschaft verlassen. Dann wird es auch nach und nach ruhiger und ich kann die Natur voll und ganz genießen. Mit Brücken habe ich ja so die eine oder andere schlechte Erfahrung. Wer meinen Kanal kennt und meine Packraft-Videos, der weiß, dass ich da letztes Jahr meine alte Kamera ins Wasser damit geschmissen habe. Ja, war ein bisschen doof, aber wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, von dem her kann passieren. Ich hoffe, dass das ab jetzt nicht mehr passiert. Und ja, ich genieße jetzt einfach meine Bootsfahrt. Eins der neuen Dinge, die ich gerade ausprobiere, das ist zum einen diese Paddelsicherung. Denn ich habe ja auf meiner letzten Packraft-Tour fast das Paddel verloren. Habe es dann danach mit so einem Seil fixiert, aber irgendwie, das hat sich die ganze Zeit hier drum gewickelt. Und auf eBay habe ich jetzt hier das Ding für, weiß nicht, 1-2 Euro, 3 Euro, ich weiß es nicht mehr, gesehen. Da dachte ich, probiere das mal aus. Und ich muss sagen, bis jetzt, es stört überhaupt nicht, super elastisch, finde ich gut. Dann kann ich auch gleichzeitig die Paddel so ein bisschen als Anker benutzen, sodass mir das Packraft auch nicht abhauen kann, wenn ich aussteige. Zusätzlich habe ich mir noch so Neoprenschuhe geholt. Ich hatte zwar Wasserschuhe, aber gerade im Herbst, und da bin ich ja auch auf Tour gewesen, gab es doch ein bisschen kalte Füße, beziehungsweise die Socken wurden einfach nass. Und jetzt teste ich einfach mal, wie gut das mit diesen Neoprenschuhen ist. Und ja, schauen wir mal, ob das was bringt.